Hallo und recht herzlich willkommen in Planet Side 2. Endlich seit langem mal wieder. Ja, wie gesagt, ich war eine ganze Zeit lang krank, hatte eine Grippe mit allem drum und dran. Pipapo, Halsschmerzen, ich habe Stimme weg gehabt, alles. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich fast eineinhalb Wochen nicht aufnehmen konnte. Und das hat meine Videoreserven, die eh schon immer sehr knapp bemessen waren, richtig erschöpft. Also ich hatte, ja, von einigen Spielen halt gar keine Videos mehr. Aber jetzt bin ich wieder fit. Ein bisschen schwächeln tue ich noch. Hört man vielleicht, dass ich ein bisschen, ja, noch die Nase zu setzen habe. Und... oder auch ein bisschen... noch ein bisschen den... noch ein leichtes Kratzen in der Stimme habe. So. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt wieder erstmal ein bisschen Planetside aufnehmen. Und wir spawnen wieder da. Wir könnten... was war das? Wo warst du? Wo warst du? Wo? Dich habe ich doch gesehen. Ach, dich hatte ich gesehen. So. Ja. Ich nehme jetzt auf jeden Fall wieder eine Runde Planetside auf. Erstmal solo. Die Aufnahme mit Z1 findet. Ja. Soweit. Der Plan, wenn er funktioniert, kommenden Montag. Also. Mein Plan ist, dass ich das jetzt, dieses Video noch am besten am Donnerstag raushaue. Also wenn ihr das jetzt hier seht, ist es Donnerstag. Und den Montag darauf möchte ich wieder mit Setman aufnehmen. Der auch, ja, krank war. Er hatte, glaube ich, sogar dasselbe wie ich. Also ist jetzt richtig Grippezeit. Granate werfen. Genau. Ich habe immer ordentlich Schaden gemacht, ne? Ey, du kannst mich auch ruhig zuerst wiederbeleben. Oh. Schild aktivieren. So, bist du down hier? Ja, und ich bin auch wieder down. Aber ich werde wieder geheilt. Oder auch nicht. Oder auch doch. Doch. Ich werde wieder geheilt. Zack, zurück. Und jetzt nehmen wir mal das Sturmgewehr. Bazooka brauchen wir nicht mehr. Okay, den Punkt haben wir ja auch. Das ist auch gut. Ja, wie gesagt, Z-Man war auch krank und ja. Ich hoffe, dass wir jetzt am Montag wieder aufnehmen können. Ich muss da aber heute nochmal mit ihm am besten schreiben. Weil dann würde ich es auch wieder so machen, dass ich vielleicht ein kleines Event rausstartet, wo ihr auch dran teilnehmt, ne? Weil. Ja, das macht doch noch am meisten Spaß. Und ich bin schon wieder down. Satan. Es geht fix hier. Ich sollte nicht immer so reinrennen. Komm, wirf doch einer mal so eine Wiederbelebungsgranate oder sowas. Wiederbelebungsgranate, weißt du doch. So. Naja, dann halt nicht. So. Dann gehen wir halt ins Spawnhäuschen. Was... mich wurde ein Kopfgeld gelegt? Ey. Warum? Ich habe doch nichts getan. Ich war doch ganz lieb. Muss doch jetzt nicht sein. So, habe ich den erwischt? Nein, ne? Sehr wahrscheinlich nicht. So, wir erobern Punkt A zurück. Yay. Jetzt müsste man nur wissen, von wo aus die Gegner kommen. Sieht so aus, aber dass sie von da vorne kommen. So. Genau von da. Da sehe ich welche rumrennen, da sehe ich welche... hast du ihn erwischt? Du bist der Beste. So.
Da rennen alle Kameraden von uns hin. Ich guck aber mal hier rein. So. Hier ist eigentlich gar keiner. Okay, gibt ihnen mal ordentlich was mit der Flak mit. So. Hier ist kein Gegner, Sandy. Das ist ja schon... Warte, du warst doch ein Gegner, oder? Warst du Gegner? Oh. Oder was? Ich bin jetzt verwirrt. So, komm. Ihr wisst, wo es lang geht, oder? Da ist ein bisschen Kristall. Ich glaube, es gibt auch ein paar neue Baseball-Elemente, ne? Also ich muss ehrlich gestehen, ich war in der Zeit leider auch nicht im Playzeit aktiv. Also ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich jetzt hier auch ein bisschen aktiver wieder werde. Und ein bisschen mehr spielen werde. So. Ja. Ne? Dann sind wir drei jetzt hier einfach lang gelaufen. Beziehungsweise ihr seid gefahren, ich bin gelaufen. Und wir haben keinen Gegner getroffen, ne? Das ist immer gut. Und jetzt stehe ich. Wo stehe ich? Ich stehe hier. Ja. Da kann ich ewig irgendwo hinlaufen. Da verlege ich mich lieber. Beziehungsweise wir laufen dann nochmal ein Stück hin, aber ich glaube, wir werden auf keinen Fall treffen. Hier fliegen ein paar Flugzeuge rum. Und das war's. Ja. Ne? Dann machen wir es nochmal so. Sofort Action. Da gehen wir hin. In die Action wollen wir. So. Was gibt's noch zu erzählen? Werfe Granate! Was ich noch zu erzählen gibt, ich starte momentan mit dem Ugly Duck und Werner ein kleines Eingezogen-Projekt, wo wir verschiedene Spiele immer anzocken. Wäre cool, wenn ihr da mal reingucken könntet und eure Meinung zu posten. Wie euch die Spiele gefallen. Man könnte auch machen, dass ihr sozusagen so eine Art... Du warst doch ein gegnerischer Mix, oder? Ey. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh, komm. Granate. Granaten sind immer gut. Wie gesagt, einen kleinen, könnt ruhig beim Angezockt ein bisschen drunter schreiben, was für Spiele wir mal anzocken sollen, wie sie euch gefallen haben. Und sonstiges. Und da werde ich doch jetzt sterben. Ja. Die dicke Max-Einheit. Das war klar. Ja, das ist so unser kleines Projekt für die nahe Zukunft. Wir sind schon angefangen mit ja, Osiris kann man als angezockt sehen, würde ich jetzt sagen. Das backt ja zurzeit etwas rum. Dann sind wir gerade mal richtig blind. Das ist doch kacke. So. Ja, Osiris ist ja, sozusagen unser erstes kleines angezockt Projekt. Fahr mich ruhig über, Mann. Ja, oh, komm. Die Granate hast du aber noch abgekriegt. Jetzt aber auch sterben können, oder? Das wäre noch besser gewesen. So, oh, da wird ich wieder belebt. Sorry, du warst zu langsam. Ja, und Miscreated ist unser zweites angezockt Projekt. Auch ein, ja, Survival-Spiel würde ich es jetzt mal auch nennen. So, das ist hier nicht ungestraft zu genießen. So, ach, wo kommst du denn her? Ganz von drinnen, ne? Naja, Schweinerei. Ich könnte mich da ja auch als dann hinstellen. So, und ja, Miscreated ist unser zweites kleines angezockt Projekt. Wie viele Folgen wir genau machen, sind wir noch etwas unschlüssig. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch mal in den Kommentaren schreiben, wie viele Folgen so eurer Meinung nach ein angezockt haben sollte. Ob es irgendwie 3, 4 nur sein sollten. Oder ob es doch so irgendwie um die 10 sein sollten. Oder zwischen 3 und 10. So.
Jetzt bin ich hier. Und mach ein paar Kills. Das war nicht schlecht. Und ihr könnt auch gerne mal schreiben. Ich glaube, dafür werde ich noch ein extra Video machen, was ihr denn so vielleicht auch Vorschläge für angezockt Videos habt. Welche Spiele wir mal anzocken sollen. Oder auch generell Vorschläge für Let's Plays. Ich hatte mal unter den Kommentaren ein paar gelesen. Einer hat mich gefragt, ob ich mal Unturned spielen könnte. Oder der andere hat mich gefragt, ob ich Skyrim spielen könnte. Skyrim ist natürlich ein Megaprojekt. Also da ist das ja, ist ja schon fast bald eine Lebensaufgabe, würde ich bald behaupten. So groß wie das ist, das Spiel. Ja. Aber da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr mal schreibt, was für Spiele ihr überhaupt noch gerne sehen wollt. Und natürlich könnt ihr auch schreiben, wie euch die aktuellen Spiele gefallen. Das wären zu einem Forest Village, StarCraft 1, Subnautica, du kriegst eine Rakete mit. Wollte ich eigentlich zumindest, bevor du hier uns. Ach, wäre zu schön gewesen, alle beim Drop da. Aber so, ganz dutzend. So. Ja, das läuft hier gerade gar nicht so, wie wir wollen. Und zwar wirklich nicht so, wie wir wollen. Na, dich habe ich wenigstens noch erwischt. So. Wo war ich? Ja, die aktuellen Projekte Star Wars Battlefront. Osiris nicht mehr, sondern angezockt und miscreated. Subnautica, Imperium, Galactic Survival, StarCraft 1, Forest Village. Und mehr fallen mir gerade nicht ein. Kleine Zeit natürlich. Und habe ich sonst noch ein Projekt? Lass mich mal kurz in meiner Gedächtnisstube rühren, rütteln. Ich glaube, das war so ziemlich. Wenn ich eins vergessen habe, tut's mir leid. Ja. Aua. Wenn euch so die Projekte gefallen oder vielleicht, wenn ihr sagt, ihr Sepp, das ist ein schönes Spiel, aber wir würden gerne das und das sehen. Und das wird uns viel mehr interessieren als, ich sag jetzt mal, Forest Village oder sowas. Kannst du das nicht vielleicht Let's Playen oder so? Ja, da. Ich bin natürlich auch über eure Vorschläge. Auf eure Vorschläge gespannt. Was da so bei rumkommt. Natürlich, seid mir nicht böse, wenn ich vielleicht auch nicht alle Vorschläge umsetzen kann. Das ist ja auch immer, man muss gucken, ob einem das Spiel auch selber was zu, selber zusagt, ne? Also, die Granate ist ja mal da, komm. Zwei Kills, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und den dritten hätte ich auch fast gehabt. Ja. Die schlagen uns ordentlich zurück. Oder drängen uns zurück. Unser Sandy ist auch down. Das heißt, dass die Offensive eigentlich auch im Eimer ist. Oh, da fehlt auch einer mit dem MacWider hin. Aber das wird, glaube ich, auch nichts mehr werden. So. Bauen wir mal als Mechaniker. Und dann würde ich sagen, wir sind schon am Ende einer Folge. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich da mir einen fahrbaren Untersatz besorge. Und da eventuell als Sandy hinfahre. Beziehungsweise eventuell ich fahre als Sandy hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da. Gebt mir doch ein bisschen Feedback und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Sepp. Ciao.